Geht's? Ja, prima. Guten Abend, liebe Naturfreunde und Naturfreundinnen. Willkommen auch Professor Gerald Rainer. Der Wilhelm Bode steht noch im Stau, aber er wird noch auch kommen. Er ist unterwegs, noch 2 Kilometer ungefähr entfernt. Vorweg wie immer unser Dank an die Kronstedt und Hünsbergische Evangelische Stiftung sowie an den Freunde- und Förderkreis der Frankfurter Bürgerstiftung, die uns diesen Abend und überhaupt die ganze Reihe der Frankfurter Naturkunden ermöglichen. Wissen Sie, was ein Maral ist? Am 12. Juli war in der Neuen Zürcher Zeitung ein Artikel von Nikolai Klimenjuk zu lesen, der über das magische Denken der russischen Machtelite schrieb und über das Blut der Marale. Der Maral ist ein sibirischer Rothirsch, die östliche Entsprechung zum amerikanischen Wapiti. Ökologische Konvergenz nennen das die Biologen. Das im Frühjahr gut durchblutete Geweih der Marale soll lebensverlängernde Kräfte haben, so glauben die sibirischen Schamanen. Deshalb werden den Maralen die Geweihe abgesägt, eine schmerzhafte Prozedur. Der russische Kriegsminister Sergei Shoigu kommt aus dem Altai, wo auch Marale zu Hause sind. Er soll Präsident Putin schon vor 20 Jahren für dieses archaische Denken begeistert haben. Auch der Moskauer Bürgermeister und der Gazprom-Chef lassen sich das Blut der Marale einfliegen. So viel zur Aktualität des animistischen Weltbildes, das in Russland immer noch verbreitet ist. Bei uns werden die Hirsche als sogenanntes Rotwild gehegt, damit sie von August bis Januar, Februar weitgerecht bejagt werden können. Was weitgerecht heißt, wird uns nachher vielleicht Wilhelm Bode erklären. Die Schmaltiere, das sind junge Hirschkühe, die noch nicht geboren haben, sie werden sogar schon ab Anfang Juni bejagt. Falls irgendwas nicht stimmt, können Sie mich nachher korrigieren. Jetzt aber steigt der Testosteronspiegel der männlichen Hirsche. In den Wäldern hört man sie röhren und orgeln mit bis zu 75 Dezibel. Die Brunft beginnt im September und zieht sich in den Oktober hinein. Der Platzhirsch, Herr eines Hirschkuhharems, muss den Brunftplatz, an dem sich die Weibchen, das Kahlwild, versammeln, gegen die Konkurrenten aus dem männlichen Nachwuchs verteidigen. Die Bewerber wälzen sich im eigenen, nach Moschus duftenden Urin, um die Weibchen anzulocken. Sie schüchtern sich gegenseitig ein und gelegentlich kommt es zu ernsten Kämpfen. Rothirsche leben im Wald. So sind wir es gewohnt. Doch ursprünglich waren sie in der Steppe zu Hause, bis wir Menschen ihnen Gras und Kräuter mit unseren Ackerfluren streitig machten. Vor unseren Flinten zogen sie sich in die Wälder zurück. Aber dort richten sie auch wieder Schaden an. Sie fegen die eingetrocknete Nährhaut ihres Geweihs, den Bast, an Baumstämmen ab und beschädigen diese. Vor allem aber, sie lassen sich die jungen Baumtriebe schmecken, beißen den Leittrieb ab, was zu Verkrüppelungen führt. Sie schälen die Rinde von den Stämmen. Kein Wunder also, dass für Förster und Waldwirtschaft gilt, Wald vor Wild. Hier kommt der Jäger ins Spiel. Ja, und einen Jäger wollten wir hier eigentlich jetzt haben. Er kommt auch bald. Ich stelle ihn jetzt trotzdem schon mal in Abwesenheit vor. Wilhelm Bode, 1947, in Westfalen geboren, ist Jurist und Diplom-Forstwirt. Ich mache es nachher, wenn er kommt. Wir stellen das um und erst Gerald Rainer wird zuerst sprechen. Zu den Hirschen. In den hessischen Wäldern gibt es noch viele Rothirsche, aber es findet zu wenig Genaustausch zwischen den Populationen statt. Der Genpool verarmt. Die Hirsche werden anfälliger für Krankheiten und Parasiten. Das ist das Forschungsrevier von Professor Gerald Rainer. Kommen Sie mal hoch. Geboren 1961 in der Pfalz. Danke. Bitte? Setzen Sie sich ruhig dahin. 1961 in der Pfalz hat er Veterinärmedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen studiert. Er ist international bekannt als Fachtierarzt für Schweine, leitet in Gießen daher die Klinik für Schweine und ist Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Wildbiologie. Seit 30 Jahren arbeitet er über Molekulargenetik und betreut mehrere Projekte zur Rotwildgenetik in Hessen und Nordrhein-Westfalen.
Er wird uns mit einer Präsentation jetzt darüber informieren, wie es den Hirschen in den hessischen Wäldern geht. Wir haben diesmal umgestellt, die Lesung kommt als zweites und die Präsentation diesmal als erstes. Ich danke Ihnen, Sie haben das Wort. Ja, Frau Schulge, vielen Dank für die Einladung, für die nette Vorstellung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ich sehe, haben wir heute nur Biologen und Genetiker unter uns. Das macht aber nichts, Sie werden trotzdem was lernen. Und da ist auch schon das Thema. Wer von Ihnen hat denn schon mal draußen in der Wildbahn Rothirsche sehen können? Ja, doch einige. Es sind ja tolle Tiere, aber wir haben so ein paar Probleme mit denen. So, jetzt geht's. Und zwar, natürlich kommen sie häufig vor. Ja, wenn wir draußen unterwegs sind, wir haben immer mal die Gelegenheit, welche zu sehen. Sie sind in Deutschland und Mitteleuropa überhaupt weit verbreitet. Sie kommen nicht überall vor, aber doch partiell weit verbreitet. Und die Lebensräume, die sind auch vorhanden. Obwohl natürlich solches Rotwild eigentlich im Sommer dort leben würde, wo es heute das ganze Jahr leben muss, nämlich auf den Mittelgebirgen oben, da wo sonst nicht viel stattfindet. Und im Winter wären die gerne da, wo wir jetzt auch sind, nämlich in den Flussauen, die es ja nun halt nicht mehr gibt, weil dort eben alles verstädtert ist. Und so müssen sie eben im Winter dann auch da oben bleiben und irgendwie zurechtkommen. Und es gibt ungefähr 200.000 in Deutschland. Und deswegen gelten die, wenn man so die alte anachronistische rote Liste zu Rate zieht, gelten sie als ungefährdet. Und dann haben wir Probleme aber auch noch. Und das ist hier vorhin schon angeklungen, dieser Wald-Wild-Konflikt. Es gibt keinen Konflikt zwischen Wald und Wild. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Aber es gibt einen Konflikt zwischen Menschen, die das einmal so oder einmal so sehen wollen. Denn es ist sehr viel einfacher, einen Wald groß zu ziehen und zu bewirtschaften, Geld rauszuholen, wenn da gar kein Wild ist. Dann braucht man sich um gar nichts kümmern, sondern einfach, wie man Mais anbaut, kann man dann die Bäume anbauen. Und so ist also letztlich von der Forstadministration dieser Wald-Wild-Konflikt irgendwo ins Leben gerufen worden. Und wenn man jetzt glaubt, Probleme zu haben in der Umsetzung von Waldbaukonzepten, wie sie nun einmal gedacht sind, und wenn man glaubt, dass die ungefährdet sind, dann versteht man auch, dass derzeit auch gesetzlich, und das gilt von Bund über die Länder hinweg, eine massive Restriktion, jahrhundertelang, möchte ich sagen, jahrhundertelang hat man gewusst, dass die Sozialstrukturen erhalten werden müssen, dass die Altersstrukturen erhalten werden müssen, dass das Geschlechtsverhältnis irgendwo stimmen muss. Und das ist inzwischen völlig egal. Man kann schießen, fast was man will an Rothirschen. Es ist immer das richtige Tier. Und das ist so ein bisschen eine Schande, mit der wir da im Moment leben. Und es hat auch Konsequenzen und die möchte ich mal Ihnen heute darstellen. Denn die erste Frage wäre, sind denn unsere Rotwildpopulationen trotz der vielen Tiere wirklich so ungefährdet, wie man das immer schön dargestellt bekommt oder wie man es auch als Laie wahrscheinlich glauben mag? Und jetzt gehen wir wieder auf die rote Liste und gucken uns aktuelle Literatur an, 2020 publiziert. Und da hat die rote Liste dann doch was ganz anderes erkannt und sagt, ja, dieses häufige Vorkommen und die Lebensräume reichen überhaupt nicht aus, wenn die Populationen isoliert sind voneinander. Und genau das trifft ja beim Rotwild zu. Rotwild ist die einzige Wildart, die nicht leben darf, wo sie möchte, sondern die kaserniert ist in Rotwildgebieten. Und wenn sie dieses Gebiet verlassen, irgendwelche Tiere, dann steht alle 5 Meter ein Hochsitz und sehr weit kommen die nicht. Das ist das Problem. Und das heißt, es geht letztlich darum, wie ist denn die genetische Vielfalt in den Populationen, ist die noch gegeben und wie ist der Austausch zwischen den Populationen? Ich weiß aus Erfahrung, dass bei dem Wort Genetik meistens das Zuhören so ein bisschen ausgeschaltet wird. Aber wir müssen da kurz uns ein bisschen rein vertiefen, aber ganz einfach, damit wir nachher die Brisanz der Daten auch besser verstehen können.
Und es geht ja um genetische Vielfalt. Jetzt will ich Ihnen mal vorstellen, warum die eigentlich so wichtig ist. Wir fangen mal ganz einfach an. Verschiedene Gene können wir ansehen wie Werkzeuge. Die müssen den genetischen Bauplan umsetzen. Und jeder weiß, dass so ein Schraubenzieher, also so ein Werkzeug, gar nichts nützt, wenn man den falschen Bit hat. Wer weiß das nicht? Wer hat diese Erfahrung noch nicht gemacht? Okay. Und das ist genetische Vielfalt. Das Gen allein ist eine Sache, aber wir brauchen viele Genvarianten. Jede Farbe steht hier für eine andere Genvariante. Wir erleben einen wahnsinnigen Klimawandel im Moment. Bei uns in der Region stirbt die Lärche aus und die Fichte stirbt aus. Andere Pflanzen, da kenne ich gar nicht aus, um das genau zu sagen. Aber auf jeden Fall muss das Wild sich auch anpassen. Das kriegt plötzlich hat mit einer anderen Umwelt zu tun. Und eine solche Population, Sie sehen, da ist schon jedes Tier mischerbig, das hat also zwei verschiedene Genvarianten, das kann schon mal, hat schon mal zwei Möglichkeiten zu reagieren. Und die Gesamtpopulation, da kann kommen die Schraube, wie sie will, der richtige Bit ist da, die können überleben. Und diese Population hier, die sind sehr eingeschränkt genetisch. Die meisten sind schon reinerbig, die haben also nur noch eine Möglichkeit zu reagieren. Und insgesamt ist die Population stark eingeschränkt. Die wird also einen solchen Ansturm an Klimawandel sicherlich nicht lange mitmachen können. Und besonders betroffen sind dabei kleine, isolierte Populationen. Ich habe ja schon gesagt, Rotwild ist grundsätzlich isoliert bei uns. Und viele Populationen sind dazu auch noch klein. Wenn jedes Tier maximal zwei Genvarianten tragen kann, naja, dann haben wenige Tiere auch weniger Genvarianten. Wenn eins wegfällt durch Unfall oder Abschuss, dann kann eine extrem wichtige Variante für die Zukunft für immer verloren sein. So schnell kann das gehen. Und von außen kommt ja nichts Neues dazu, weil sie ja isoliert sind. Und so haben wir dann die Situation, dass in diesen kleinen Gebieten wenige Genvarianten die nächste Generation bestimmen. Und Sie sehen das hier, dass dann der Homozygotiegrad, also diese reinerbigen Tiere, die nur noch eine Variante tragen, das nimmt zu. Die genetische Vielfalt geht zwangsläufig verloren. Das ist ein Naturgesetz. Wenn ich eine kleine isolierte Population habe, geht die genetische Vielfalt weg und damit die Möglichkeit, sich anzupassen an sich ändernde Umweltbedingungen. Und ein zweiter Punkt kommt dazu, es gibt ja auch das kennen Sie alle, irgendwann sind diese blöden Bits kaputt, dann braucht man einen neuen. Und das ist hier die violette Variante, die haben einen Gendefekt, aber weil ja ein Bit noch intakt ist bei jedem, die sind mischerbig, merkt man davon gar nichts. Man sieht den Tieren gar nichts an und das ist sehr gefährlich. So können sich nämlich solche Gendefekte in der Population schön allmählich verbreiten. Und irgendwann paaren sich dann zwei äußerlich völlig gesunde Genträger an und dann haben wir zum ersten Mal ein reinerbiges Defektträgertier und ja, das kann keine Schraube mehr bewegen. Dieses Tier wird wahrscheinlich als Embryo schon absterben. Übrigens völlig unbemerkt. Ja, wer soll das mitkriegen? Und das hat etwas mit Inzucht zu tun. Also eine höhere Chance, dass Folgendes passiert. Wir haben hier ein Kalb. Dieses Kalb hat zwei Genvarianten, eine von der Mutter, eine vom Vater geerbt. Und in einer kleinen Population gibt es ja nicht so viel Auswahl an Tieren, die man da also zur Anpaarung. Und so ist die Wahrscheinlichkeit dann einfach höher, dass diese Genvariante, die von den beiden kommt, in Wahrheit von einem gemeinsamen Vorfahren stammt. Sodass die beiden identisch sind. Wenn eine kaputt ist, ist die andere auch, weil es ist ja die identisch dieselbe. Das wäre also Inzucht, dass wir das auch mal vorab ein bisschen besprochen haben. Betroffen sind vor allem sogenannte polygene Merkmale. Also wenn Sie sich mal vorstellen, dass von der Befruchtung bis zum fertigen Kalb müssen ungefähr 25.000 Gene genau im richtigen Moment ein- und auch wieder ausgeschaltet werden. Und theoretisch jedes Mal, wenn an einer solchen Stelle reinerbig alles kaputt ist, also das Defektgen da ist, wird der Embryo absterben. Dann geht es einfach nicht weiter. Oder wenn es nicht ganz so ein wichtiges Gen ist, wird vielleicht das Tier sich nicht gut entwickeln. Dann haben wir eine reduzierte Vitalität typischerweise, auch Krankheitsanfälligkeit
Und es gibt in Schottland gibt's eine Gruppe, die machen fantastische Forschung. Die haben gezeigt, ohne Inzucht überleben 70% der Kälber das erste Lebensjahr. Und mit einer schon etwas deutlicheren Inzucht, 0,25, also so praktisch Geschwisteranpaarung wäre das, sind es noch 20%, die dort überleben. Hallo, guten Abend. So, da ist der nächste Gast. Soll ich weitermachen oder? Ja, okay. So, das heißt, wir haben also eine ganze Menge. Fruchtbarkeit ist halt ist das Erste. Wenn das Kalb gar nicht geboren wird, dann habe ich einfach eine schlechte Fruchtbarkeit. Aber keiner merkt es. Im Stall würde ich es sehen. Im Wald, wer soll es bemerken? Ja, man weiß nichts davon. Jetzt gibt es noch was anderes, was man sehen kann. Anzeiger für solche Inzuchtprobleme wären zum Beispiel Missbildungen. Alle Bilder, die Sie hier sehen, kommen aus einem Gebiet in Schleswig-Holstein, ich habe das hier aufgeführt, Hasselbusch. Da gibt es auch Literatur dazu, die das sehr genau beschreiben. Und es ist so, ja, oft denkt man ja dann, ja, was erzählt der da für ein Kram? Es wird ja in Deutschland alles nicht so wild sein. Wir haben in Deutschland ein Gebiet, Hasselbusch in Schleswig-Holstein, das ist praktisch ausgestorben. Und zwar deswegen, weil regelmäßig jedes Jahr solche Tiere, solche Kälber geboren werden. Man kann das gar nicht mehr wegkriegen. Man hat 50 adulte Tiere in diesem Gebiet. Nördlich, südlich, westlich, östlich, überall Autobahnen. Da geht nichts rein, da geht nichts raus. Und man kann diese Defektgene auch gar nicht mehr loswerden. Also hier haben wir wirklich die Situation, wo wir sagen können, diese Population ist schon verschwunden. Es gibt auch Tiere ohne Augen oder ohne Nasenspiegel. Diese Unterkieferverkürzung, die ist am häufigsten. Oder Spaltlippen oder krumme Schädel. Also sowas tritt dort regelmäßig auf. Und das sind solche Inzuchtdepressionen. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, ich finde das nicht so schlimm, im Vergleich zu dem, was wir für die Fruchtbarkeit und Vitalität erwarten müssen. Weil hier brauche ich spezifische Gene. Wenn die nicht da sind in der Population, kann ich eine Inzucht haben, ohne dass ich sowas sehe. Aber Fruchtbarkeit, die Gene, die sind auf jeden Fall da. Deswegen, ja, so schlimm wie es aussieht, die Fruchtbarkeit, die dahinter steckt, die macht einem wirklich Angst. Wie kann man sowas jetzt beurteilen? Das ist effektive Populationsgröße, denken Sie vielleicht, naja, so viel hätte man jetzt heute nicht mitnehmen müssen. Warum erzähle ich das? Ich erzähle es deswegen, weil ich immer fordere, wir brauchen eine große effektive Populationsgröße. Und der Forst macht daraus meistens, der Rainer fordert, wir brauchen viele Hirsche. Das fordere ich nicht. Ja? Wir haben noch nie viele Hirsche gefordert, das ist nicht der Punkt. Und deswegen will ich das mal erklären. Effektive Populationsgröße, könnte man sagen, ist der Anteil von Rotwild, das tatsächlich an der Vermehrung teilnimmt. Und ich habe das mal so vorbereitet, dass wir uns das gut vorstellen können. Wir nehmen mal drei Populationen, es sind in Wahrheit 250 Tiere jede. Einfach 250 Tiere. Und wir sehen hier auf der linken Seite, das ist eine hohe genetische Vielfalt. Hier stimmt alles, tolle Sozialstruktur, da wird richtig gejagt, da wird alles super gemacht. Wir haben mehrere ältere Tiere, ältere männliche Tiere, die an der Brunft teilnehmen, sodass da die Inzucht einfach nicht stattfindet. Alles super. Und hier haben wir eine effektive Populationsgröße von 200. Hier hingegen sieht das alles schon schlecht aus. Hier haben wir nur 90, hier haben wir nur 5. Alles bei 250 Tieren. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Was bedeutet das nämlich? Seit vielen Jahren ist das sehr genau beforscht und klar. Es gibt so einen Standard, eine Standardgrenze von 100. Effektive Populationsgrößen unter 100, deswegen auch das Kreuz hier, haben keine Chance, die Unbilden, die jetzt passieren und die zu Inzuchtdepressionen führen, irgendwie nochmal auffangen zu können. Das können die nicht mehr. Dazu sind zu wenig Tiere dann da, zu wenig effektiv teilnehmende Tiere. Und selbst die mit den 200, weil sie klein und isoliert ist, die Population, hat keine Chance, da ist nämlich die Grenze bei 500 bis 1000, auf eine langfristige evolutive Anpassung. Und das sind sehr gute Werte, mit denen man nun solche Populationen beurteilen kann. Und worum es eigentlich geht, können wir hier schon sehen,
ist die Wiedervernetzung. Wir müssen es irgendwie schaffen, wenn das, es wird nicht mehr überall möglich sein, wir müssen es schaffen, diese isolierten kleinen Populationen wieder zu vernetzen. Sie sehen, das werden gar nicht mehr Hirsche. 750 ist genau 3 mal 250, aber die effektive Populationsgröße kann die kritischen Barrieren überschreiten, weil der Austausch dann wieder da ist, dann kann das funktionieren. Das ist der Kern meiner Aussage, das ist das, was wir erreichen müssen draußen, wenn wir unseren Enkeln auch noch Rotwild zeigen wollen. Jetzt gehen wir mal konkret ein bisschen drauf ein, was ist denn los? Dieses Bild ist entstanden genau am Übergang zwischen Hessen und NRW. Und Sie werden gleich sehen, das ist eine Region, wo alles noch top ist. Rothaargebirge. Da ist alles wunderbar. Und ja, was haben wir gemacht? Sie sehen hier Hessen und NRW. Ich war immer der Meinung, dass das Rhein-Main-Gebiet jetzt mal rein aus Biodiversitätssicht sehr zersiedelt und groß. Ich habe die Meinung so ein bisschen geändert, nachdem wir NRW mit dazu genommen haben. Das ist ja Wahnsinn. Jedes gelbe Gebiet hier ist ein Rotwildgebiet. Da dürfen die leben, da werden die gemanagt. Außerhalb dürfen sie nicht leben, da müssen die geschossen werden. Und alle diese Gebiete haben wir beprobt. Wir haben inzwischen über 3000 Tiere. Wir machen gerade Rheinland-Pfalz. Wir haben angefangen mit Sachsen-Anhalt. Also das geht immer weiter. Und wir haben eine sehr gute Tierdichte und können sehr gute Aussagen treffen, die dann auch genutzt werden könnten fürs Management. Das ist die Hypothese. Wenn die Tiere nicht isoliert wären, wenn die Populationen im Austausch wären und wenn wir eine hohe genetische Vielfalt hätten, müsste es ungefähr so aussehen. Also alle gleich, weil sie ja im Austausch stehen und viele genetische Charakteristika da drin. Jede Farbe ist eine bestimmte genetische Charakteristik und da eben nicht nur eine, sondern viele. Das wäre die Nullhypothese, alles ist top. Und das hier ist die Wahrheit. Das ist das, wie es wirklich aussieht. Wenn wir hier mal beim Odenwald anfangen oder nach Minden gehen oder in den Reichswald Kleve, Sie müssen ein bisschen aufpassen mit den Farben. Es sind 25 verschiedene Genotypen vorhanden. Das ist in Farben schwer darstellbar. Also zum Beispiel dieses Gelb und dieses sind völlig verschiedene Gelbs. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Also die drei zum Beispiel, die könnten in Südamerika liegen. Ja, das hat mit Hessen nichts mehr zu tun und auch mit NRW. Die sind absolut isoliert. Wir haben leider auch hier zum Beispiel der Knüll. Der Knüllwald kennen Sie ja hier an der A7. Und zwar das Gebiet westlich der A7 ist absolut isoliert. Das hat gar keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen anderen Populationen. Und auch der schöne Reinhardswald, in dem gibt es über 1000 Tiere. Eine schöne Genetik haben die noch. Man sieht es auch so ein bisschen an verschiedenen Farben. Aber die können nicht nach Hessen irgendwas einbringen, weil da haben wir die A44, da haben wir die A49, da haben wir Kassel. Also da geht gar nichts. Auch nicht herüber nach Nordrhein-Westfalen. Warneheide und Königsforst, das ist auch sowas. Hier hat man eine Wildbrücke. Man sieht, der Austausch über die Wildbrücke funktioniert. Aber die beiden sind völlig isoliert von jedem Rest. Und dann kommen wir zum Rothaargebirge mit verschiedensten Gebieten. Da sehen Sie schon an der Farbenpracht, da hat es eine tolle Genetik und an der Ähnlichkeit, dass hier ein reger Austausch vorhanden ist. Also das können wir alles sagen. Zum Beispiel auch interessant, hier oben, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die sind. Siegen Ost, Siegen West, das müssten die beiden sein. Siegen West, Siegen Ost. Ja, dazwischen ist die A45, wenn man sich die beiden vergleicht, die sind fast identisch. Da hat man einen hohen Austausch. Dort soll wohl eine Wildbrücke hingebaut werden. Vielleicht ist das für die Zukunft auch wichtig. Derzeit ist es so, dass dort bei Siegen haben wir sehr hohe Talbrücken und drunter nichts, keine Zivilisation, nichts, nur Wald oder Feld. Solange das so bleibt, können die da wandern, ungehindert, kein Problem. Aber ein Stückchen weiter, hier wieder die A45, geht ja hier runter, zum Beispiel Kroftauer Forst, also ich wohne hier ungefähr, ganz nah am Kroftauer Forst, und dann Taunus, wo immer reger Verkehr war, da ist nichts mehr. Das ist die dichteste Stelle in ganz Hessen überhaupt. Da geht gar nichts. Hier müsste eine Wildbrücke hin. Ja, und solche Details, die kann man aus so einer Studie dann entnehmen. Man kann das dann auch zusammenfassen.
Hier ist was verschluckt durch das Bild, tut mir leid, es war scheinbar nochmal nachträglich eingefügt. Sie sehen jetzt Rotwildregionen, also diese Gebiete müsste man zu Regionen zusammenfassen. Überhaupt müsste man sie gemeinsam bewirtschaften. Es bringt ja gar nichts, wenn ich weiß, dass der Austausch so wichtig ist. Bringt es doch gar nichts, dass ich eine Rotwildhegegemeinschaft Wartenberg-Weidelsburg habe und eine Kroffdauer Forst und so weiter, sondern die müssen überregional eigentlich bewirtschaftet werden. Und in dem Gebiet hat Hessen und NRW früher immer zusammengearbeitet. Das wurde dann aber von politischer Seite unterbunden und funktioniert jetzt nicht mehr. Auch der Vogelsberg, das kann man noch als Region ansehen, da ist noch ein Austausch. Auch der Rhein-Taunus-Kreis kann dazu, Meißner-Kaufunger Wald und Riedforst auch noch und die Eifel natürlich auch. Aber ansonsten, alles was hier rot dargestellt ist, das sind Gebiete und dazwischen die Zahlen in rot, die zeigen, da ist kein Wandern mehr möglich. 20 ist so ungefähr die Grenze. Alles was kleiner ist als 20, da ist ganz sicher kein Wandern mehr möglich. Und diese Gebiete sind also extrem isoliert. Und dann haben wir hier Teutoburger Wald am Möhnetal, Sperre, Eggegebirge, Senne da oben. Sie sehen, wie die teilweise auch, wie stark die isoliert sind. Und vor allem sind sie von den heilbringenden, von der heilbringenden Genetik des Rothaargebirges abgeschnitten. Hier muss man was tun, hier muss was passieren, dass sich das nicht immer weiter verschlimmert. Der Spessart ist auch bunt, weil der ist groß. Da gibt es viele, viele Tiere und dann ist das nicht so empfindlich. Große Gebiete mit vielen Tieren, die sind nicht so empfindlich. Aber je kleiner das wird und isoliert, dann schlägt die Genetik richtig zu. Und der Spessart, hier haben wir noch so ein bisschen Verbindung, ist hier wahrscheinlich noch, aber nicht so viel. Also wenn man da drüber fährt über die A3, 66, beide, 66 und 3, dann sieht man dort, müsste eigentlich ein Wandern möglich sein. Ja, machen wir das noch kurz dazu ruhig. Kroffdauer Forst nach Norden. Hier oben boomt es, aber der Kroffdauer Forst verarmt. Obwohl hier keine Autobahn und gar nichts ist, aber hier sind eben die rotwildfreien Gebiete. Hier wird geschossen, wenn ein Hirsch kommt, egal ob der jetzt Genetik mitbringen würde oder nicht. Er wird geschossen und das merkt man, das kann man an diesen Zahlen wunderbar sehen. Ja, und entsprechend gilt das dann auch mit den Inzuchtgraden. Diese Gebiete sind dann auch die, wo wir höhere Inzuchtgrade haben oder die effektive Populationsgröße. Hier ist mal die Grenze, so ein bisschen über 100 ist auch schlecht. Also fangen wir mit dem Odenwald an und Sie sehen, alles was hier jetzt eingekreist ist, die haben tatsächlich eine geringe effektive Populationsgröße. Also eine schlechte Möglichkeit, ihre genetische Vielfalt zu erhalten und vor Inzucht gewappnet zu sein. Das ist ja der Knackpunkt. Und der Inzuchtzuwachs, der ist hier mal dargestellt. Da sehen wir jetzt der Spessart. Spessart, großes Rotwildgebiet, wird aber im Moment sehr stark bejagt. Die wollen die massiv reduzieren, auch mit dem Hintergrund, ja, nicht so viele Schäden. Aber das ist was, das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht genau erörtern, aber vielleicht nachher in der Diskussion. Also Spessart, Ziegen, auch der Taunus hier dabei und so weiter. Da tut sich nicht viel an jährlichem Inzuchtzuwachs, aber die kleinen Gebiete, da ist es schlimm. Und die drei, die sind oberhalb der Decke, wenn man das weiterverfolgt. Und jetzt kann man das ja hochrechnen nach der schottischen Studie. Was können wir vielleicht erwarten, wenn wir 10 Jahre lang so weitermachen und nichts ändern? Und dann haben wir hier für zum Beispiel, was nehmen wir denn mal, Kroffdauer Forst. Im Kroffdauer Forst würde nach 10 Jahren die Sterblichkeit der Kälber um 25% zunehmen. Also im ersten Lebensjahr würden plus 25% mehr sterben. Und das geht hier oben theoretisch bis alle weg. Es muss nicht zwingend wirklich so sein, dass sie alle weggehen, aber es ist jedenfalls ein riesengroßes Problem. Ja, jetzt haben Sie wahrscheinlich das Gefühl, dass das alles sehr theoretisch ist. Für mich ist das sehr praktisch.
Und die Praxis hat uns dann auch tatsächlich eingeholt. Am Nikolaustag 2018, ich weiß es noch genau, kam der Anruf aus Wannberg-Weißburg: Oh, Herr Rainer, wir haben hier was gefunden, wollen Sie da eine Probe haben? Die Zähne aus dem Unterkiefer, die müssten eigentlich hier ungefähr greifen. Aber Sie sehen, die greifen irgendwo hier im Gaumenbereich. Das Tier kann also gar nicht richtig fressen, hat damit Nachteile. Gut, die können auch ein paar Jahre werden, der wird sich nicht an der Reproduktion beteiligen. Und es ist ein gewisses Leiden natürlich auf jeden Fall da. Teilweise haben wir Tiere, wo hier auch Verletzungen entstehen, die also die ganze Zeit Schmerzen auch im Maulbereich haben dadurch. Und wir haben inzwischen in 6 Gebieten über 10 Tiere, wo wir solche Missbildungen auffinden. Schleswig-Holstein lässt grüßen und ich meine, was braucht man denn noch mehr als Warnung? Und jetzt ganz aktuell haben wir aus dem Riedforst hier dieses Buckelkalb, hier sieht man es auch. Und so sieht es dann aus nach dem Abschuss, da sieht man dann schon etwas mehr. Der Rücken total verkrümmt. Im Röntgenbild kann man noch nicht viel erkennen, aber wenn man in Computertomographie geht und vor allem die Rippen mal entfernt, dann sehen Sie ja ganz sauber diesen Keilwirbel. Also anstatt eine richtige Form eines Wirbels ausgebildet zu haben, sitzt hier ein Keilwirbel drin. Und das kennt man vom Rind als rezessiven Gendefekt. Wir haben das also beim Rotwild auch schon drin. Oh, Entschuldigung. Das war zu schnell. Und das ist das Allerneueste, was wir jetzt gefunden haben. Das war im Kellerwald. Dieses Tier konnte kaum laufen vor Schmerzen, weil es, man nennt das Epitheliogenesis imperfecta. Und das bedeutet, dass Haut und Hautanhangsorgane, zum Beispiel die Klauen, einfach nicht richtig ausgebildet sind. Und das Tier, wenn das läuft, also es hat keinen Schutz. Ist auch dann geschossen worden, das Kalb. Und auch hier wissen wir vom Rind, dass es ein rezessiver Erbgang ist. Wir haben jetzt aber noch nicht genug Tiere, um das auch beim Rotwild genau zu charakterisieren. Das ist aber natürlich unser Ziel. So, Zusammenfassung heißt aber noch nicht, dass ich fertig bin. Das ist nur mal, also nicht, dass ich Hoffnung mache. Also, wir müssen so ein paar Sachen bedenken. Das eine ist eine Art. Eine Art besteht nicht daraus, dass ich rausgehe und sehe 30 Sperlinge hochfliegen, ja, und dann, oh toll, freue ich mich, schöne Biodiversität. Biodiversität bedeutet, man hat verschiedene Arten, aber vor allem jede Art hat eine ausgesprochene genetische Diversität, damit sie auch in 10 Jahren noch leben kann. Das ist der Unterschied zwischen Artenvielfalt und Biodiversität. Und ich höre immer Biodiversität überall, nur ich sehe sie nicht. Ja, ich sehe nicht, dass man sich darum kümmert. Unsere größte Säugetierart ist da zum Beispiel ausgenommen. Also Hirsche gehören nicht zur Biodiversität in Hessen und eigentlich fast in ganz Deutschland. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber egal. 35% der untersuchten Population, der war alles super, 65% war eben nix super. Das sind die kleinen isolierten Gebiete und 50%, die Hälfte also der Gebiete, die wir untersucht haben, da können wir lückenlos nachweisen, wir haben einen schlechten Genaustausch, die Vielfalt geht runter, Inzucht nimmt zu, die effektive Populationsgröße geht damit runter und wir haben die Inzuchtdepression, die wir dann ja auch nachweisen können. Fruchtbarkeit will ich untersuchen, aber klappt nicht, wir kriegen kein Geld mehr, auch klar. Ja, ist vielleicht jetzt etwas hart formuliert. Wir versuchen weiter, aber das wäre mal ganz dringend, die Fruchtbarkeit zu untersuchen. Jedenfalls zeigen die Ergebnisse ganz klar, dass das bisherige Management so nicht weitergehen kann. Das hat nicht funktioniert. Und es ist Zeit zum Handeln. Was wir tun wollen, ist, wir müssen erstmal feststellen, wie sieht es aus. Das haben wir gemacht. Also Sie sehen hier, die haben dieselben Gene mehr oder weniger. Da ist auch mal ein kleiner Unterschied. Hierüber geht es auch noch einigermaßen. Wenn man die vergleicht, kann man sagen, nee, da kann kein Austausch sein. Also so orten wir erstmal, wie sieht es überhaupt in den Gebieten aus und wo müssen wir etwas gegen Barrieren tun? Wo sind Barrieren überhaupt vorhanden? Darum geht es. Wiedervernetzung. Und
Ja, das Überregionale habe ich schon gesagt, dass wir auch innerhalb der Gebiete aufpassen müssen. Hier zum Beispiel im Rothaargebirge sehen wir auch schon die Spuren des Tourismus. Da ist ja ein ordentlicher Tourismus, der immer weiter ausgebaut wird. Klar, das will man ja auch nicht verhindern, aber man muss vielleicht parallel auch gucken, dass man das Wild da auch mitnimmt. Sonst wird auch in einem solchen Gebiet in ein paar Jahren der Austausch eben nicht mehr so möglich sein. Und dann möchte ich Ihnen das hier noch zeigen. Wir gehen aber gleich auf das nächste Bild, weil man es da noch deutlicher sieht. Hier ist der Kroftauer Forst. Das ist das Lahnbergland. Hier ist das Dielbergland. Das Rote hier sind die altbekannten Fernwechsel, wo das Wild sich immer ausgetauscht hat. Und das Blaue können wir mal weglassen, aber diese grauen Linien hier dazwischen, diese Linien entstehen dadurch, dass Geografen aus dem Weltall anhand von Satellitenbildern genau gucken, was ist da unten am Boden eigentlich los, was für ein Bewuchs ist da und den Widerstand berechnen. Wenn da eine Stadt ist, dann ist der Widerstand 100 oder eine Autobahn kann es nicht erkennen, ist zu schmal. Und wenn dort ein lockerer Wald ist, ein Mischwald, sehr locker, dann hat man vielleicht gar keinen Widerstand. So entstehen diese Karten. Und jetzt das Wichtige. Wenn Sie hier unterwegs sind mit dem Fahrrad, zu Fuß oder auch mal mit dem Auto, dann ist das eine wunderschöne Landschaft. Da gibt es nur kleine Dörfer, also keine riesen Landwirtschaft, alles klein in klein, überall Feldfluren. Und Sie denken, ja, hier ist ja alles top. Aber wenn Sie dann das mal genauer analysieren, dann sehen Sie, dass es eben zum Wandern nicht überall top ist. Und wenn jetzt, wie das ja ständig passiert, hier zum Beispiel ein neuer Lebensmittelmarkt gebaut wird, dann ist das egal. Wenn er aber hierhin gebaut wird, dann würde das Wandern zwischen diesen Gebieten absolut zusammenbrechen. Aber das weiß keiner. Kein Mensch weiß das. Und deswegen müssen solche Daten entstehen, auch für ganz Hessen mal ganz schnell, und müssen dann in die Raumordnungsplanung hinein, sonst machen wir immer weiter zurück. Und es geht um die Schonung jungen männlichen Rotwildes. Wenn die entwöhnt sind, sagen wir so mit 2 Jahren geht das los, dann entfernen die sich, die Natur treibt, das ist Evolution, ja, das ist drin in denen, dann wollen die woanders hinwandern und sie bringen ihre Gene mit. Und genau diese Tiere müssen abgeschossen werden. Das ist verordnet. Die haben nicht die Erlaubnis, ihrer Pflicht nachzukommen, sondern die werden abgeschossen. Was müssen wir tun? Es ist schwierig, weibliche Tiere zu bejagen, weil man die sehr gut, ich bin kein Jäger, ich kann Ihnen das jetzt nicht aus Erfahrung sagen, aber man spricht ja mit vielen Leuten, also man muss die Tiere genau ansprechen, muss erkennen, hat es ein Kalb, auch wenn das Kalb vielleicht nicht dabei ist, man schießt und dann kommt das Kalb und dann hat man natürlich ein Problem. Also weibliche Tiere ist schwer, leicht sind Spießer. Ja, die erkennt man auf 1000 Meter, kein Problem. Und deswegen werden die Spießer einfach immer zuerst geschossen. Bedeutet aber, dass die Basis der alten Hirsche schon früh einfach abgeknallt wird. Und dann hat man keinen Nachwuchs. Und am Ende steht da oben so ein alter Kerl und soll die ganzen Weibchen befruchten. Und es gibt natürlich eins in Zucht. Ganz klar. Also eine vernünftige Population, die hat mehrere alte Tiere, etliche alte Tiere, die dann auch kämpfen miteinander. Und es kommt ja nicht nur der Platzhirsch zum Zug, sondern schon eine ganz breite Palette. Und das muss gefördert werden. Und deswegen muss hier an der Jagd was geändert werden. Dann können wir die Populationsqualität wieder steigern. Und wir kriegen auch mehr Wanderhirsche, die dann ihr Gebiet verlassen und Genetik transportieren. Der Lebensraum muss verbessert werden. Es ist so verrückt. Wir gehen in so einen Wald und ja, sagen wir mal so, es ist ja erstmal schon das Sommereinstandsgebiet, das ganzjährig genutzt wird, das im Winter gar nicht genug Nahrung bietet. Diese Einstandsgebiete werden immer kleiner, weil von außen Eigenheime werden gebaut, Straßen werden gebaut, also die Infrastruktur wächst immer weiter hinein und die Tiere werden immer weiter zurückgedrängt. Dann wird
ums ganze Jahr irgendwie gejagt. Auf irgendein Tier ist immer, fast immer Jagdsaison. Der Hirsch weiß ja nicht, dass er nicht gemeint ist, wenn ein Wildschwein geschossen wird. Also sie haben wirklich einen Stress. Und der Stress wird noch erhöht, weil es dann heißt, ja, die haben viel zu viel Schaden gemacht. Warum machen die den Schaden? Weil sie vor lauter Stress gar nicht mehr rausgehen auf die Essungsfläche, sondern im Wald bleiben, natürlich Hunger haben und dann Baumrinde schälen und fressen. Und je mehr Stress, desto mehr Baumrinde fressen die. Es ist ein Teufelskreis, weil an den Baumrinden wird gezählt und berechnet, wie viele Hirsche es überhaupt gibt. Ohne dass man weiß, wie viele es wirklich gibt, die Schäden sind der Ausschlaggeber, um die Zahl abzuschätzen. Und dann heißt es so, im nächsten Jahr, gleich fertig, im nächsten Jahr müssen wir noch mehr Tiere schießen. Die anderen werden noch unsicherer. Und ja, also das ist eigentlich die beste Methode, um Tiere auszurotten, wenn man das so macht. Ein paar Beispiele nur ganz kurz noch, was man tun kann. Es wird häufig nach Gießkannenprinzip gejagt. Wir haben also so ein Gebiet, da gibt es Verbissschäden und dann heißt es, wir müssen jetzt 100 Stück schießen. Dann schießt hier einer was und da und dort, überall wird gießkannenartig geschossen. Dann hat man die Tiere reduziert, genetisch fehlen die und die Schäden, die werden ja überhaupt nicht besser. Denn es gibt eine ganz starke Revierbindung. Die weiblichen Tiere, die das ja ausmachen, die haben eine enge Revierbindung. Und deswegen muss ich Schwerpunktbejagung durchführen. Ich muss dort bejagen, wo die Schäden entstehen. Dann brauche ich gar nicht so viele Tiere schießen und die Schäden sind weg. Und allein daran sehen Sie, was da also alles im Argen liegt. Das noch, das ist die letzte Folie, geht ganz schnell. Ich will damit nur einer Frage vorbeugen, weil ich davon ein Magengeschwür kriege, von dieser Frage, nämlich können wir nicht einfach Tiere von A nach B bringen und die Genetik dann wiederherstellen? Bitte stellen Sie mir diese Frage nicht, weil wir wollen doch kein Zoo, wir wollen doch keinen Wildpark da draußen. Wir wollen doch, dass die Natur sich selber tragen kann. Wir haben noch genügend Rotwild, das auch eine gute Inzuchtqualität hat, also geringe Inzucht. Und wir müssen dafür sorgen, dass die wieder in Schwung kommen von selber, dass das von selber läuft. Außerdem rein mathematisch gesehen ist es extrem schwierig. Man müsste sehr, sehr viele Tiere bewegen und ob die ankommen, das kennt man von früher. Das hat auch nicht so wirklich geklappt. Beim Wiesent, ja, keine andere Chance, aber bitte nicht beim Rotwild. Bitte keinen Tierpark aus unserer Natur machen. Vielen Dank bei den Mitarbeitern im Labor. Vielen Dank für die Unterstützung NRW und Hessen. Sonst hätten wir das alles nicht durchführen können. Und vielen Dank bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Danke. Danke, Herr Professor Rainer. Und jetzt kommt unser Jäger oder Ex-Jäger. Wilhelm Bode, 1947 in Westfalen geboren, ist Jurist und Diplom-Forstwirt. Er hat von 1987 bis 1993 die Landesforstverwaltung und die oberste Naturschutzbehörde des Saarlandes geleitet, war Leiter der Abteilung Mensch und Natur im saarländischen Umweltministerium sowie Agrar- und forstpolitischer Sprecher des Naturschutzbunds Deutschland, NABU. Aber er ist auch Sprössling einer Jägerfamilie. In seinem Buch Hirsche, das in der Naturkundenreihe unseres Kooperationspartners Mattes und Seitz erschienen ist, erzählt er von der gebrochenen Majestät des europäischen Rothirsches. Nicht von Maralen und Wapitis, aber von der Trophäenjagd und den Geweihen des Königs der Wälder als Insignien der Macht. Wie er von seinem Vater ans Weigwerk herangeführt wurde, erzählt er auch in seinem neuen Buch über Hasen. Noch ein gehetzter Steppenbewohner in der Kulturlandschaft. Der Volksmund nannte ihn Mümmelmann, wir kennen ihn aber auch als Meister Lampe aus dem Epos Reinicke Fuchs. Albrecht Dürer wusste ihn zu schätzen und hat ihm ein wunderbares Porträt gewidmet. Wie der Hase zum Osterhasen wurde, weiß Bode auch. Wir haben Wilhelm Bode auch. Wir haben heute eine Doppellesung und ein Doppelplädoyer dieses Autors. Angemessene Lebensräume für Hirsch und Hase.
Seine Bücher sind unten am Büchertisch zu erwerben und dort liegt auch eins von Professor Rainer. Eigentlich haben wir ein Dreifachplädoyer jetzt. Neue Lebensräume, bessere Lebensräume. Kommen Sie, Herr Bode. Und man muss sich natürlich fragen, wie kommt es, dass man ein solches Tier derart intensiv in einer so naturfernen Landschaft wie die deutsche mit diesem Aufwand erforscht, ihm nachspürt und sich auch um ihn bemüht. Es gibt da viel Gutes zu berichten und Herr Reinhardt hat ja schon gedeutet, das ist eine wirkliche Herausforderung. Ein solches Tier, das die Jäger in Deutschland auch gerne als die Elefanten unserer Landschaft bezeichnen, weil wir keine großen Säugetiere mehr haben. Das ist, wenn man so will, das größte Säugetier in unserer Landschaft. Und ich bin als Kind, ich habe Forstwissenschaft studiert, weil mein Vater, der wollte das nicht. Deswegen musste ich erst Rechtswissenschaft studieren. Und er hat mich gezwungen gewissermaßen durch ein Studium, das ich absolut langweilig fand. Gut, ich habe es dann abgeschlossen und dann bin ich mit meinem Examenszeugnis nach Hause gefahren und habe es ihm auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so, und jetzt hältst du dein Wort. Jetzt darf ich Forstwissenschaft studieren, denn das hatte er versprochen, wenn ich ihm das Staatsexamen, das Juristische auf den Tisch lege, dann darf ich anschließend Forstwissenschaft studieren. Und so habe ich dann Forstwissenschaft studiert. Und der Grund, warum ich Forstwissenschaft studiert habe, der war, weil ich mit 8 Jahren schon eine Büchse von ihm geschenkt bekam. Und ich habe dann schon als Kind angefangen, in dem Jagdrevier im Hochsauerland bei Winterberg zu jagen. Mit 8 Jahren, noch zunächst in Begleitung meines etwas älteren Cousins, der war dann 12, 13, der war 4, 5 Jahre älter. Aber dann mit 12 Jahren habe ich auch alleine schon gejagt. Aber wie Sie sich denken können, das waren die Nachkriegsjahre. Ich bin Jahrgang 1947, da krähte noch kein Hahn nach der Ordnungsgemäßheit in Feld und Wald, da ging es noch relativ freizügig zu und so war das dann auch bei mir. Und ich wollte natürlich durch die Trophäenjagd, durch die ich in meine Familie hineingeboren war, mein Vater war Kaufmann und hatte also ein Jagdrevier gepachtet, das er übrigens im Jahrgang meiner Geburt gepachtet hatte. Er war einer der ersten, die in Nordrhein-Westfalen wieder eine Jagd pachten durften, mit einer Sondergenehmigung der britischen Besatzungsmacht. Und ich wollte dicke Hirsche schießen. Das war der Grund, warum ich Forstwirtschaft studieren wollte. Ich lernte durch die Jagd natürlich die Forstakademiker kennen, die Forstoberräte, Forstdirektoren und wie sie alle schön heißen, der ich dann später auch war. Und die schossen immer die größten und dicksten Hirsche. Und das war das, was mich am meisten interessierte. Das war so der Grund, der eigentliche Beweggrund als Heranwachsender zu sagen, ich will mal Forstwirtschaft studieren. Ja, und dann studierte ich Forstwissenschaft und war dann ganz schnell von diesem Studium enttäuscht. Das lag auch ein bisschen an der Jagd, obwohl ich in der Zeit noch ganz wild gejagt habe. Ich kann sagen, ich habe bis 30 Jahren mich richtig jagdlich ausgetobt. Habe so ziemlich die gesamte Palette der Fauna gewissermaßen an die Wand genagelt. Ja? Und habe später auch eigentlich die letzte Situation, in der es noch möglich war, weil ich merkte, ich werde immer kritischer zur Jagd. Da war ich hier in der Nähe in Darmstadt für den Taunus zuständig. Ich war Forstdirektor in Darmstadt und Inspektor. Und da hat morgens beim Frühstück ein Mitarbeiter von mir, haben wir uns gestanden, dass wir beide einen unerfüllten Jugendtraum haben. Nämlich einen starken alaskanischen Elch zu schießen. Und Sie hören gleich, wie das gewesen ist. Das habe ich mir dann erfüllt mit diesem Mitarbeiter zusammen. Und das war 1984. Das heißt, ich war so 36, 37 Jahre alt. Aber 2 Jahre später hätte ich das schon nicht mehr gemacht. Denn
Man muss, wenn man sich mit diesen jagdbaren Tieren beschäftigt, auch mit dem Hasen, dann muss man zunächst einmal erkennen, ihnen geht es in unserer Kulturlandschaft überhaupt nicht gut. Das hat auch Herr Reinhardt sehr gut ausgeführt. Unsere Tiere, im Grunde genommen sind sie erbärmlich. Zwar ist das Fleisch sicherlich besser zu genießen als aus der Massenproduktion unserer Tierproduktion, aber den Tieren als solchen geht es nicht gut. Und sie signalisieren das auf vielfache Weise. Und natürlich ist das immer auch ein, wie soll man sagen, unter Beteiligung aller, dass es ihnen so schlecht geht. Da spielt auch die Jagd natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Aber eben natürlich nicht nur die Jagd, sondern natürlich insbesondere die Landwirtschaft und natürlich auch die Struktur unserer Landschaft. Sie haben ja mitbekommen, die Landschaft ist extrem parzelliert. Die deutsche Landschaft ist die parzellierteste auf der Welt. Das heißt also, da kann man natürlich fragen, ist es überhaupt tierethisch richtig, in einer solchen, ich sage mal sagen, kaputten Landschaft so anspruchsvolle Tiere im Grunde genommen zum Zweck der Bejagung zu erhalten. Und sicherlich ist der Rothirsch nicht die sogenannte Keystone Species unserer Landschaft. Die Keystone Species unserer Landschaft unter den jagdbaren Tieren, das ist der Hase. Der Hase ist gewissermaßen der Finger, den uns die Natur zeigt, ob wir in der Landschaft es richtig machen oder nicht. Der Rothirsch ist mehr oder weniger getriebener, gehetzter, im Grunde genommen Opfer unserer Landschafts- und Agrarpolitik. Der Hase signalisiert aber sofort, wenn wir auf dem Weg der Korrektur sind. Und insofern habe ich vor ein paar Jahren den Verleger dieser schönen Reihe, der Naturkundenreihe, die mehrfach preisgekrönt wurde, kennengelernt und, ja, habe ihm vorgeschlagen, dass ich doch vielleicht ein Porträt zum Hirsch mache. Und der war sofort begeistert. Und dann habe ich inzwischen jetzt in dieser Reihe, bin ich der einzige Autor, der 3 Porträts in dieser Reihe machen durfte. Ich habe also ein Porträt zum Hirschen, zum Hasen, das letzte war der Hase, und zwischendurch noch eins zur Tanne gemacht. Und ich möchte eigentlich Ihnen am liebsten aus dem Hirsch jetzt vorlesen. Wenn Sie hinterher noch Lust haben, lese ich Ihnen gerne auch aus dem Hasen vor. Das Hasenporträt ist natürlich etwas, wie soll man sagen, freundlicher. Der Hase ist sowieso ein sehr freundliches Tier. Er ist ein Glücksbringer. Und der Hirsch ist eben ein so zwiespältiges Tier. Denn er ist ja auch wildbiologisch ein zwiespältiges Tier. Er trägt so riesige Knochen auf dem Kopf, die irgendwo keine große Funktion haben im Zuge der Evolution. Man könnte fast sagen, ein evolutionäres Relikt. Und natürlich ein solches Tier, das ich gerne als das bezeichne, das im Laufe der menschlichen Kulturgeschichte mit Abstand das am meisten gequälte Tier ist, dieser Rothirsch. Es gibt furchtbare Phasen der Menschheitskultur, in der dieses Tier wahnsinnig gequält wurde. Durch den falschen Umgang der Menschen mit diesen Tieren. Am schlimmsten natürlich in der Barockzeit, dem sogenannten deutschen Jagen. Was man da mit den Tieren angestellt hat, bevor man sie massakriert hat, ist das Übelste, was man sich vorstellen kann. Da sind die Gladiatorenkämpfe Roms, ja, leichte Kost gewesen. Und wenn man bedenkt, dass ein solches Tier so intensiv die Kulturgeschichte des Menschen in ganz Europa übrigens, nicht nur in Deutschland, begleitet hat, dann ist es vielleicht mal ganz sinnvoll, sich von der Kulturgeschichte diesem Tier zu nähern und auf die Art und Weise auch ein wenig den Blick, wir haben ja von Herrn Reinhardt sehr fachmännisch den Blick des Wildbiologen auf das Tier gehört, jetzt vielleicht auch mal zu überlegen, wie sieht das denn aus den Augen des Hirsches aus? Der hat ja auch einen Blick auf die Landschaft und auf das, womit er sich arrangieren muss. Und das spielt natürlich dann auch eine Rolle als Gegenstand unserer Kulturgeschichte. Ich lese Ihnen also als erstes mal das kleine Einleitungskapitel meines Hirsches. Und dann habe ich gedacht, lese ich Ihnen das kleine Kapitel vor über die Trophäenjagd, über die Bedeutung der Trophäe.
die dann auch dazu führt, dass sich so viele Menschen mit so viel Geld für dieses Tier so sehr interessieren. Und schließlich natürlich, wie wäre denn die Alternative, das kleine Schlusskapitel meines Büchleins, wie wäre denn die Alternative, könnten wir dem Hirsch denn wirklich eine Landschaft bieten, in der es ihm gut ginge und wo man ihn nicht nur eigentlich, wenn man ihn sieht, sofort bemitleiden müsste. Das erste Kapitel heißt Majestät des Waldes oder doch nur ein Don Quixote. Der Auftritt des schweigend vorbeiziehenden Königs des Waldes mit gekröntem Haupt über praller Brunftmähne wird von einem Siegesmarsch begleitet. Ein majestätischer Auftritt. Worte sind für den Herrscher, nämlich Bambis Vater, überflüssig. Nur Bambi haucht mit zarter Stimme, warum standen denn alle still, als auf der Wiese war? Seine Mutter antwortet voller Ehrfurcht. Sie haben alle Respekt vor ihm, denn von allen Tieren im Walde ist keiner so erfahren und klug wie er. Also klug, das kann ich Ihnen sichern. Das Rotwilde gehören zu sehr intelligenten Säugetieren, genauso wie der Hase. Beide wären in ihrer Intelligenz deutlich unterschätzt. Er ist der Mutigste. Er ist sehr weise und darum ordnen sich ihm auch alle unter. Walt Disney führte mit dieser Szene die Majestät des Waldes, ein Weißwedelhirsch, in seinen Bambi-Film ein. Ich sah den Film 1954 im Alter von 7 Jahren im Kino meines Vaters. Den Röhrtal-Lichtspielen, erbaut von meinem Großvater, der 1946 verstarb und das Kino bereits in den 20er Jahren bauten. Das war eines der ersten in Nordrhein-Westfalen. Und mir liefen die Tränen dabei die Backen herunter, trotz des scheinbaren Happy Ends von Bambi. Mein Großvater repräsentierte die dritte Generation der Familie, die die Abschaffung des Jagdregals seit 1848, ich darf das an der Stelle sagen, bis 1848 durften einfache Bürger auch auf ihrem eigenen Grund und Boden nicht jagen. Es gab ein sogenanntes Jagdregal und das sicherte die sogenannte hohe Jagd den Landesherren vor. Das heißt, bis dahin durften nur die Landesherren auf Hirsche jagen. Mit Jagdfronen und allen möglichen Sonderrechten, die sie gegenüber dem Bürger hatten. Die Abschaffung des Jagdregals seit 1848 zu Bauernjagd nutzte meine Familie und die erste, die nach 1934 zu Trophäenjägern wurde. Denn die Trophäenjagd, auch das sage ich an der Stelle, hat etwas mit dem Dritten Reich zu tun. Ich selbst, die fünfte Jagdgeneration seit 1848, erbte von ihm und meinem Vater zahllose Rehgehörne. Aber kein einziges war vor 1934 datiert. Obwohl stramme Parteigänger, standen sie 1934 dem Reichsjagdgesetz Hermann Görings zunächst eher skeptisch gegenüber. Widerwillig statteten sie sich deswegen mit teuren Jagdbüchsen aus, denn der gewohnte Schrottschuss mit der Bauernflinte auf das Rehwild wurde durch Hermann Göring untersagt. Überhaupt wurde das fröhliche Beutemachen der Bauern mit der gesetzlichen Einführung eines amtlichen Jagdscheins, der auch wieder entzogen werden konnte, und mit dem pseudofeudalen Jagdstil der Förster deutlich eingeschränkt. Gehegt wurde ab nun mit Schonzeiten, Fütterungspflicht und amtlichen Abschussplänen nach Geweihklassen. Mein Großvater, obwohl Monarchist und dann Deutschnationaler, begrüßte schlussendlich diese neue Zeit, legte aber weiter die Jagdstrecke nach seinem Geschmack, nicht wie Göring es befahl, in Reihe und Glied, mit Bruchzeichen und letztem Bissen, wie er es wollte, und natürlich mit den frei erfundenen sogenannten deutschen Jagdtraditionen verordnete. Das, was Ihnen unter deutschen Jagdtraditionen vorgespielt wird in Deutschland, auch im Fernsehen immer wieder, ist also seit 1934 erlassen. Es gab bis 1934 keine einheitliche deutsche Jagdtradition. Ich kann mich noch erinnern, dass sich Großmutter und meine resolute Mutter über die Staubfänger, die von ihnen als Knochen titulierten Gehörne, beklagten. Sie verteidigten das private Wohnzimmer als jagdfreie Zone und die Räume des großväterlichen Gasthauses wurden stattdessen zur Knochenschau freigegeben. Dort hingen also der letzte Auerhahn des Arnsberger Waldes, den mein Großvater 1929 erlegt hatte, und die typisch mickrigen Rehwildkronen in gewaltiger Zahl. Rotwild gab es dank der Bauernjagd schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im westlichen Sauerland nirgends mehr.
denn es war nach 1848 mit der Bauernflinte ausgerottet worden. Aber Görings Reichsjagdgesetz ließ manche Weidmänner nach 1934 auf Besserung hoffen. Dahinter verbarg sich die sogenannte weidgerechte Trophäenjagd. Das heißt, der selektive Wahlabschuss, der nahtlos dem Gedanken der Rassenhygiene der Nazis entsprach. Das vormals bäuerliche Beutemachen des Fleisches wegen wurde gesetzlich erschwert. Und der Jäger trat an die Stelle der natürlichen Selektion, also quasi der Evolution. Er sortierte fortan Rehbock und Hirsch nach Trophäenklassen und entschied, ob es ein gut oder schlecht veranlagter Erbträger war. Das Urteil wurde von ihm gottgleich vollstreckt, nämlich von oben, dem Hochsitz aus. Wahl vor Zahl heißt diese Devise bis heute. Die Reviere waren während des Endsiegs und danach leergeschossen. Darum bedurfte es nicht nur des Wiederaufbaus der Städte, sondern auch der Wildbestände. Da kam der populäre Bambi-Film zeitgleich zur Wiederbewaffnung der Weidmänner 1947, meinem Geburtsjahr, gerade recht. Der Schutz von und die Sorge von um das Jungwild repräsentierte durch das Bambi, ironischerweise ein amerikanischer Weißwedelhirsch, also quasi ein Besatzungsangehöriger, wurden zur Ikone systematischer Schalenwildhege. Tatsächlich verbirgt sich dahinter die naheliegende Absicht, durch Schonung des Jungwildes und der Muttertiere später mehr Strecke machen zu können. Also zu schonen, um zu schießen. Für den Erfolg der Bambi-Mentalität in der kriegsmüden Nachkriegsgesellschaft spielte ein weiterer Zufall eine geradezu historische Rolle. 1948 stiftete der französische Oberkommandierende einen noch namenlosen Filmpreis in Form der lebensecht gestalteten Figur eines possierlichen Rehs, den berühmten Bambi-Preis, den Sie alle kennen. Der Preis wurde der ersten Preisträgerin verliehen, nämlich Marika Röck, in ihrem Privathaus, wo ihre vierjährige Tochter ihn sah und ausrief: „Das ist ja Bambi, Mama." Der zugkräftige Name für den fortan zentralen deutschen Publikumspreis war damit geboren. Disneys Bambi kam im selben Jahr in die deutschen Kinos und avancierte zum pädagogisch wertvollen Schulfilm. Unser Kino wurde von den Volksschulen meines Heimatortes Sundern komplett für alle Schüler zur Unterrichtszeit ausgebucht. 350 Schüler waren mucksmäuschenstill während der Schulzeit, amtlicherseits gewissermaßen angeordnet, und sie waren ergriffen. Nie zuvor war mit solchem Aufwand versucht worden, menschliches Schicksal in filmisch in die Tierwelt zu projizieren. Es gelang Walt Disney, das Schicksal Bambis mit seinen tragischen Höhen und Tiefen auf dem Weg des Erwachsenenwerdens körperlich erfahrbar zu machen. Bambi schrieb Filmgeschichte im kriegszerstörten Deutschland, weil er die herzzerreißende Geschichte eines herrschaftlichen Waisenkindes, nämlich eines Hirschkindes, erzählt, dessen Mutter aus heiterem Himmel zu Tode kommt. Es ist die Geschichte einer heilen Prinzenwelt, die zusammenbricht, trotz allem weitergeht und Hoffnung auf bessere Zeiten macht. Und das 1947, also ganz passend zur Zeit. Nach Bambis Begegnung mit dem Vater feucht im Film ein Set ungestörter Waldidylle. Doch dann kommt Unruhe auf. Die Mutter mahnt Bambi, so schnell ein Prinzenhirsch nur springen kann, zu fliehen. Nach gewaltiger Anstrengung erreicht Bambi erschöpft das Dunkel des Waldes, außer Atem geschafft. Doch wo ist Bambis Mutter? Der Film zeigt nur ihre Spuren im Schnee, dann fällt ein Schuss. Und Bambi ist verstört und ruft flehentlich nach ihr. Da tritt sein Vater ein zweites Mal in dem Film auf und sagt mit sonorer Stimme: „Du brauchst auf deine Mutter nicht mehr zu warten. Die Jäger haben sie." An dieser Stelle versagt ihm die Stimme. „Du musst jetzt tapfer sein und lernen, auf dich selbst aufzupassen. Komm, mein Sohn." Es ist diese wortkarge, einfühlsame Szene, die den Film laut Kritik unsterblich macht. Mit meinen unschuldigen 7 Jahren ließ sie mich regelrecht erschaudern. Erschaudern vor dem Erwachsenenwerden. Gegen Ende des Films
sehen wir Bambi als hübsches Hirschlein mit kleinem Geweih, frisch verliebt mit Schmetterlingen im Bauch. Doch Rauchfahnen von einem Lagerfeuer mahnen ihn in der Ferne, dass das todbringende Unheil im Wald zurück ist. Zusammen mit Bambi war ich wieder vor Angst gelähmt. Da erscheint erneut ein drittes und letztes Mal sein Vater und zeigt, worauf es ankommt. Zuvorderst hat der Herrscher des Waldes zu fliehen, nämlich mit ganzer Kraft. So nannte man übrigens die Jagd der französischen Edelleute par force, mit ganzer Kraft. Um die noch größeren Herrscher so schnell wie möglich in gewaltigen Fluchten zu entkommen, den noch kräftigen. Diese Flucht erinnerte nicht zuletzt an den Krieg mit seinen Zerstörungen, Opfern und der Vertreibung zahlloser Menschen. Sie gelingt und die Schlussszene zeigt Bambi als Prinz, gekrönt mit einem kleinen Geweih neben seinem königlichen Vater. Beide blicken thronend auf einem Felsvorsprung mit stolz geschwellter Brust auf ihr untertäniges, friedlich schlummerndes Waldreich. Ende gut, alles gut, fühlte ich erleichtert. Erst als Erwachsener empfand ich den majestätischen Selbstbetrug dieser Szene. Das Bild eines Don Quixote kam mir in den Sinn und ließ mich schaudern angesichts der Waldwirklichkeit unserer edlen Hirsche. Sie sind in der Kulturgeschichte das meistverfolgte Beuteobjekt und werden es sicher auch in der Zukunft sein. Diese gnadenlose Jagd par force erleiden sie gerade wegen ihrer Geweihkronen, dem sogenannten Kopfschmuck. Der würde sie wohl nur dann zur echten Majestät des Waldes erheben, wenn es den Jäger nicht gäbe. Don Quixote de la Mancha, die Hauptfigur des zentralen Werks der Weltliteratur, unterliegt dem gleichen Realitätsverlust als letzter Ritter von der traurigen Gestalt, wie Bambi und sein Vater am Ende des Films beim selbstzufriedenen Blick auf ihr schlummerndes Waldreich, in dem sie ja gar nicht der König sind. Hier wie dort sind sie stolz, ja ehrfurchteinflößend und doch auf tragikomische Weise wie Don Quixote realitätsfremd. Der Edelmann und spanische Nationaldichter Miguel de Cervantes trug schon Kraft Geburt seinen klangvollen Namen, nämlich das spanische Wort für Hirsch. Auch der Name einer von ihm behaupteten Quelle für den Roman, verweist auf den Hirsch. Er behauptete nämlich später, der Nachname des arabischen Chronisten Sidi Hamete Benengali sei der Erfinder der Geschichte gewesen. Und das bedeutet nichts anderes als Sohn des Hirsches. Ist das Zufall, möchte man fragen, wenn man sich dem Hirsch, dem Thema Hirsch, von dieser Seite nähert und nicht von dem der Jagd, der eine Trophäe erbeuten will? Verbirgt sich hinter der Geschichte des Ritters von der traurigen Gestalt eine Analogie zur Rolle des Hirsches in einer genauso tragischen Jagdgeschichte? Ist sein Name ein verräterischer Hinweis auf die verborgene Metapher, gar auf Cervantes und dessen Leben? Der spanische Titel des Romans lautet El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, übersetzt der sinnreiche Edelmann Don Quixote von der Mancha. Tatsächlich handelt es von einem zeitlosen Konflikt jedes Lebens, dem von Schein und Sein, von Traum und Wirklichkeit oder von Ideal und Realität. Eben daran erinnert uns die monarchische Rolle des edlen Hirsches auch im Bambi-Film. Der Grundwiderspruch seines Lebens wird wie beim Edelmann von der Mancha nicht entschieden. Denn Disney lässt uns mit der Frage allein, ist der edle Hirsch nur ein Narr oder doch ein seinem herrschaftlichen Leben ausgeliefertes Opfer? Es ist die Krone des Hirsches, das Geweih, welches Fragen aufwirft. Als Waffe zum Angriff dient es nämlich nicht, auch wenn es vom Jäger fälschlicherweise als Stirnwaffe bezeichnet wird. Die Flucht zieht der Hirsch grundsätzlich der Verteidigung vor. Erst im letzten Moment wird das Geweih zur Waffe, wenn sein Leben nicht mehr zu retten ist, aber nicht wissentlich im Sinne eines Waffengebrauchs. Gleichwohl wird es jährlich mit einem Energieaufwand sondergleichen erneuert, um schon kurze Zeit nach seiner Prachtentfaltung abgeworfen zu werden und den winzigen Waldmäusen als Salzquelle zu dienen.
Ohne Geweih bietet der vor Männlichkeit strotzende Hirsch das jämmerliche Bild eines heruntergekommenen Edelmanns wie Don Quixote von der Mancha. Er ist eben bemitzwert, leidenswert, wie er fühlt und sich darum vor seinen Artgenossen verkriechen muss ohne Geweih, bis er wieder im Geweih erstrahlt. Viel Aufwand für die kurze Zeit des Imponierens während seiner sexuellen Herrschaft über das Kahlwildrudel, nämlich die weiblichen Tiere. Und ausgerechnet deswegen trachtet ihm die Trophäenjagd nach dem Leben. Just im Zenit seiner Herrschaftspracht als sexhungriger Macho, der er ist. Es ist für ihn, den Kronenträger, ein hoffnungsloser Kampf um die Imposanz seines sekundären Geschlechtsmerkmals, der immer zu seinen Lasten ausgeht. Nie ist er der Sieger. Ein atavistischer Kampf unter Ungleichen, weil der Mächtige grundsätzlich natürlich dem noch mächtigeren Menschen unterliegt und natürlich mit dem Leben zu zahlen hat, so wie die Gladiatoren. Und es ist nach jägerischem Selbstverständnis seine geborene Rolle als Königsopfer, die ihn kulturgeschichtlich zum Kristallisationspunkt von zahllosen Mythen und Sagen und zum Objekt bildnerischer Darstellung seit frühester Kulturgeschichte der Menschheit macht. Disney verzichtete bewusst auf die leibhafte Darstellung der Jäger. Sie sind imaginär und stehen für das Unheil, das aus heiterem Himmel zuschlägt, wie ein Deus ex machina, ein Gott aus der Maschine in der griechischen Tragödie. Nur dass am Ende kein wirklich obsiegender Held aus erlösender Katharsis hervorgeht. Wie ein Schicksalsschlag kann der Deus ex machina, der Jäger, in die heile Waldwelt des Hirsches zurückkommen. Die Jagd ist sein Karma, aus dem es kein Entrinnen gibt. Diese Abstraktion des Unheils an sich weicht von der 1976 von Felix Salten verfassten gleichnamigen Buchvorlage des Films deutlich ab. Diese erzählt von einem kleinen Rehkitz, das erlebt, dass auch der Jäger wie alle Tiere des Waldes einer höheren Macht unterliegt. Salten weitet im Gegensatz zu Disney unseren Blick auf diese ebenso gemeinsame Endlichkeit von Tier und Mensch. Denn das teilen wir ja mit ihm. Unser Leben ist endlich. Er aktiviert hier schon Reh als Metaphern für Tod, Leid und Transzendenz. Das markiert eine weitere Facette des Hirschmotivs in der Kulturgeschichte. Der Hirsch bleibt als gehetztes Opfer mit seinem Jäger verbunden und gleichermaßen in seine Rolle eingesperrt. Dieses Buch fordert darum, ihn zum tierischen Moderator zwischen den widerstreitenden Interessen von Jägern, Landwirten, Tier- und Naturschützern, Förstern und Agrarpolitikern zu machen, um das unvergleichlich schöne und imposante Wildtier aus seinem Zwangsareal zu befreien und es wieder in einer echten Kulturlandschaft antreffen zu können. Also aus ihm wieder einen König in Feld, Wald und Flur zu machen. Es ist Frida Kahlo, die große mexikanische Malerin des 20. Jahrhunderts, die die Metapher des leidenden Hirsches zeitgleich zum Bambi-Film bildnerisch wiederbelebte. Ihr Selbstbildnis, der verletzte Hirsch, wurde ungeachtet des Miniaturformats ihr weltberühmtestes Werk. Die eigenwillig zwischen Surrealismus und neuer Sachlichkeit changierende Malerin führte ein Leben, welches selbst von körperlichen Gebrechen und bitteren Enttäuschungen gezeichnet war. Ihren Schmerz ertränkte sie zeitweise an den Rollstuhl gefesselt in Sucht und enttäuschten Liebesaffären. Sie erlag 1956 mit nur 47 Jahren einer Lungenembolie. Kurz darauf wurde ihrem Werk die internationale Anerkennung zuteil. Wegen ihres rebellischen und nationalistischen Sendungsbewusstseins ließ sich ihr Leben trotz eisernen Durchhaltewillens wie eine Todessehnsucht. Dem verleiht sie im Bild des gequälten Hirsches Ausdruck. Er ist eine Metapher ihres Lebens und ihrer Hoffnung auf eine bessere Welt. Das Gemälde zeigt sie als Zwitter im gewaltigen Sprung, schwebend aus einem toten Wald in eine zartgrüne Zukunft. Die Schicksalspfeile, die in ihrem Körper treffen, scheinen ihr nichts anzuhaben, was sie trotziger Blick signalisiert dem Betrachter. Sie erträgt alle Schmerzen dieser Welt wie ein Hirsch, der sich eben nicht zur Strecke bringen lässt. Dieses Gemälde wurde berühmt, weil es die Hirschmetapher der Antike in moderner Formen und Bildsprache wiederbelebte.
Egemele steht am Anfang der Hirschsymbolik moderner Künstler nach ihr, wie an erster Stelle übrigens Joseph Beuys. Ihr gelingt damit ein meisterhafter Startschuss moderner Hirschmalerei zu eben jener Zeit, in der der Hirsch und sein Geweih durch Wilhelm II. Und später Hermann Göring zum Zentralmotiv des schlechten deutschen Geschmacks und eines lodengrünen Machismo aufgestiegen war. Carlos' Gemälde bildet einen Gegenpol zur Popularisierung dieses deutschen Kitschmotivs schlechthin. Sie signierte ihr Selbstbildnis mit dem Synonym Karma und schenkte es ihren Freunden Arkadi und Lina, die ihr Zuneigung und Aufnahme in großer Not gewährt hatten, zusammen mit einer selbstverfassten Ballade ohne Titel, einem sogenannten mexikanischen Corrido. Ich habe hier die deutsche Übersetzung. Allein streift der Hirsch umher, sehr traurig und voller Wunden, bis er bei Arkadi und Lina Wärme und ein Nest gefunden. Wenn der Hirsch einst wiederkehrt, gestärkt, vergnügt und genesen, werden die Wunden von heute alle längst vergessen sein. Dank euch, Kinder meines Lebens, Dank für alle den Trost. Im Wald des Hirsches klärt sich schon der Himmel auf. Das ist das Einleitungskapitel. Sie haben noch 5 Minuten. Bitte? Sie haben noch 5 Minuten. 17 Minuten? 5. Oh lala. Dann überschlage ich. Ich wollte Geweihe, Schicksal oder Zeichen der Macht. Aber Sie können das Buch ja auch erwerben. Wie ich gehört habe, das ist schon mal ganz schön. Das freut natürlich jeden Autor, wenn man es auch erwerben kann. Dann würde ich einfach die letzten 2, 3 Seiten des Buches vorlesen, mit dem ich das Buch gewissermaßen abrunde und meine Botschaft gewissermaßen formuliere. Ich setze an einer Stelle ein, wo ich einen sehr verheißungsvollen Ansatz für den Hirsch dargestellt habe. Und zwar im deutsch-holländischen Grenzgebiet an der Maas gab es ein sehr tolles und lobenswertes Projekt. Und zwar sollte dort grenzübergreifend auf Wunsch der Holländer in Holland der Wild eine Heimat bekommen, das Rotwild eine Heimat bekommen. Und zwar so, wie es eigentlich die Wildbiologie erfordert, nämlich als tagaktives Rotwild, das man auch tagsüber selbst sehen kann. Und das hätte dann viele, viele Kosten vorausgesetzt. Stellen Sie sich vor, die holländische Regierung stellte 3 Milliarden Euro dafür zur Verfügung. Und 600 Millionen wurden tatsächlich verausgabt, also eine ungeheure Menge Geld. Auch auf deutscher Seite wurde ein bisschen was gemacht, aber wie alles in deutsche Reformen versacken immer schnell in der Kleinigkeit unserer politischen Diskussionen. Dann wechselte aber auch in Holland die Regierung und die konservative Regierung von Herrn Rutte, der jetzt im Moment zurückgetreten ist, brach das Projekt ab. Es ist also leider Gottes nicht zu Ende geführt worden, obwohl es in meinen Augen ein vorbildliches Projekt gewesen wäre. Der Abbruch dieser verhängnisvollen Ansätze war indessen zum Teil vorprogrammiert. In beiden Projekten, es gab noch ein zweites Projekt, in beiden Projekten wurden Landwirtschaft und Jagdverbände eher am Rande involviert und nicht ausreichend motiviert, sie sich zu eigen zu machen. Man ließ sie mit ihrer Skepsis politisch gewähren. Der Hirsch hatte zwar nach Meinung der Naturschützer das Zeug, ein politisches Kraftfeld zu erzeugen, welches die widersprüchlichen Interessen in der Landschaft zu überbrücken hilft. Seine Integrationskraft wurde indessen nicht entschlossen genug in das politische Zielfeld der fachlich überzeugenden Bemühungen gestellt. Infolgedessen musste ein Regierungswechsel sowohl in NRW als auch in den Niederlanden zur politischen Diskontinuität und natürlich zum Abbruch dieses sehr großen Wurfs eines Projektes führen. Die ab dann beidseits der Grenze verantwortlichen konservativen Regierungen identifizierten sich nicht mit beiden Naturschutzprojekten ihrer Vorgänger und ließen es an politischer Entschlusskraft fehlen. So richtig der Ansatz war, den Rothirsch zur Leitart einer integrierten Lebensraumgestaltung in der Kulturlandschaft zu machen, wie es die Deutsche Wildtierstiftung ohne politische Rücksichtnahme idealiter verwirklichen konnte, hier fehlte die Kraft, ihn auch zur Leitart des politischen Konsenses zu machen. Der Schlüssel lag und liegt in der EU-Förderkulisse, die den Status quo zementiert.
Es hätte eines gemeinsamen parteiübergreifenden Willens beider Länder bedurft, die grenzüberschreitende Region zur Modellregion einer eigenen EU-Förderkulisse zu machen, um die betroffenen Nutzer vor Transformations- und Folgekosten wirksam zu schützen. Ich will das kurz erklären. Man kann im Grunde genommen unseren Landwirten keine Reformen mehr zumuten, denn sie wurden 40 Jahre lang in die falsche Richtung gehetzt mit öffentlichen Fördermitteln. Und jetzt soll alles falsch sein. Sie haben das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik restlos verloren. Politische Diskontinuitäten spiegeln häufig diesen Fehler mangelnder politischer Stringenz wider, weil die Entscheider sich ihren jeweiligen Klientelen verpflichtet fühlen und jegliches Zustimmungs- oder gar Wahlrisiko zu umgehen versuchen. So auch hier, trotz der unbestrittenen Vorbildlichkeit der beiden Landschaftsraumprojekte. Andererseits vermag der Rothirsch eine gewaltige Integrationskraft im angespannten Verhältnis von Jagd und Naturschutz zu entfalten. Jagdliche Interessen formulieren sich parteipolitisch strukturkonservativ, während Naturschutz im unverbrüchlichen Glauben an die Allmacht des Staates sich eher linksreformatorischen Parteien zuwendet. Mit der Konsensleitart Hirsch wäre es politisch möglich, die Jäger für ein solches Lebensraumprojekt zu gewinnen, wenn das von Beginn an mit gegenseitiger Vertrauensbildung an zentraler Stelle verfolgt wird. Es kommt später auf die Jäger an, die freilebende Rotwildpopulation mit erheblichem Zeitaufwand und finanziellen Mitteln dann auch zu limitieren. Ohne ihre Bereitschaft geht es darum nicht. Sie sehen Vertrauensbildung als Bringschuld an, denn sie erleben erfahrungsgemäß nicht unberechtigt den Natur- und Tierschutz als Jagdgegner. Dabei sind Jäger als Moderatoren zur Landwirtschaft, mit der sie sich traditionell in einem Boot vereint sehen, unersetzbar. Landwirte teilen deren Skepsis und Misstrauen. In ihren Augen ist der Naturschutz stets bemüht, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konventioneller Wirtschaftsweise zu erschweren, ohne an die Folgen für die Ertragskraft der Betriebe zu denken. Er macht die Rechnung also ohne den Wirt. Ein großes, auf eine ganze agrarische Region angelegtes Lebensraumprojekt hat deswegen nur dann politische Erfolgschancen, wenn es von Beginn an durch den Konsens aller Beteiligten gegen die Gefahr wachsender politischer Entscheider immun gemacht wird. Wechselnder. Das ist die zentrale Herausforderung, wenn es gelingen soll, und verlangt vom Jäger ein neues Selbstverständnis. Er jagt in der Kulturlandschaft, deren Niedergang, insbesondere des Niederwildes vom Hasen und Fasan bis hin zum Rebhuhn, signalisiert, wo sein Problem liegt, nämlich in der Agrarwirtschaft. Im Verlust der Ganzheit von Natur einerseits und Agrar- und Forstkultur andererseits. Die Mehrzahl der jagdbaren Wildarten lässt sich als Kulturfolger klassifizieren, so auch Reh, Rothirsch und Wildschwein. Insofern verbindet den Jäger mindestens so viel mit dem Naturschutz wie mit dem Landnutzer. Das Selbstverständnis der Jagd heute sollte sich deswegen weniger als Nutzer, sondern als Profiteur einer reich gebärenden Kulturlandschaft definieren. Damit befindet sich die Jagd in einer Position der Mitte zwischen dem Schützer und dem Nutzer. Er, der Jäger, hat also am Konsens von Naturschutz und Agrarkultur selbst das größte Eigeninteresse. Der Hirsch droht nicht auszusterben, sondern er lebt artwidrig als vertriebener Herrscher ohne Reich und vermehrt sich trotz widriger Bedingungen unablässig weiter und heftig. Die Jagd auf ihn als wiederkäuendes, tagaktives und weit wandernes Rudeltier halb offener Feldwaldlandschaften ist heute kaum noch irgendwo gewährleistet und schon deswegen ethisch nicht mehr begründbar. Erst recht nicht als Trophäenjagd. Der Trophäenjäger orientiert sein Töten atavistisch an einem irrationalen Luxus der Natur, nämlich dem Geweih. Es wird zu Recht politisch hinterfragt und begründet. Die Forderung einer wachsenden Front von Jagdgegnern nach einem weitgehenden Jagdverbot wird so begründet. Trophäenjagd in einer verarmten, industrialisierten Kulturlandschaft ist in einer aufgeklärten Gesellschaft nicht mehr vermittelbar und gefährdet den gesellschaftlichen Konsens als Voraussetzung des Managements freilebender, hochintelligenter Wildarten. Durch die Jagd. Einerseits braucht die Gesellschaft den Jäger, möchte aber sein Tun auch rational verstehen können.
Das kapitale Geweih meines Elches, welches Bruno und mich einen ganzen Tag Schwerstarbeit in der Wildnis Alaskas kostete, um den frischen Oberschädel mit rund 35 Kilogramm Gewicht im Wechsel zum Boot zu tragen, hängt heute auf der Südseite meines Altstadthauses in Stralsund. Es verbleicht allmählich in der Sonne, so wie meine Erinnerung daran, dass auch meine Jagdbegeisterung in Kindheitstagen mit der Trophäenjagd begann im väterlichen Revier. Schon seit Jahrzehnten präpariere ich meine Gehörne und Weihe nicht mehr. Ich lehne das ab. Jagen heißt für mich seit langem, meine Verantwortung für eine artenreiche Kultur- und naturnahe Waldlandschaft auch wahrzunehmen. Zeitlebens habe ich meine spannendsten Jagderlebnisse in reicher Natur erlebt, in naturnahen, strukturreichen Wäldern, auf der Pirsch und bei der Drückjacht, bei der meine Schießfertigkeit gefordert wurde und ich mir nicht den Hintern auf dem Hochsitzblatt gesessen habe. Unvergleichlich sind meine Erinnerungen an die Naturlandschaften, in denen ich in jungen Jahren außerhalb Deutschlands verschiedentlich jagen durfte und konnte, weil ich es mir leisten konnte. Als Bruno und ich am Morgen nach der Erlegung meines Elches am Gegenhang an den am Vorabend im letzten Licht erlegten Elch herantraten, stieg ein Weißkopfseeadler in den Himmel auf, der sich auf dem zunächst nur geöffneten Wildkörper niedergelassen hatte. Überrascht streifte er in panischer Flucht mit der Schwinge einen Ast und eine Schwingenfeder trudelte, wie scheinbar von ihm bedacht, auf den Wildkörper herunter, wo er liegen blieb. Ich hielt die Feder für den Aneignungsbruch. Ein Aneignungsbruch ist das, was der Jäger durch die Wunde des erlegten Stückes zieht und sich an den Hut steckt und dann auf das Stück legt, um deutlich zu machen, das habe ich geschossen. Das nennt man Aneignungsbruch. Das muss ich an der Stelle erklären. Ich hielt die Feder des Weißkopfadlers für den Aneignungsbruch des Adlers, der uns Jagdtouristen sagen wollte, dies ist mein Reich, in dem ihr nichts verloren habt. Er hatte recht und ich habe diesen Moment mein Leben lang nicht mehr verdrängt. Heute erinnert mich die Feder auf meinem Schreibtisch daran, ich habe danach nie mehr in intakten Naturlandschaften gejagt. Jagd heißt seitdem für mich ausschließlich, die jagdbare wildlebende Tierwelt unserer Kulturlandschaft zu nutzen und selbst meinen Beitrag zu leisten, dass sie sich vielfältig und für uns Jäger reich gebärend entwickelt und natürlich auch als Lebensraum für den majestätischen Rothirsch. Dankeschön. Danke, Herr Bode. Danke auch, dass Sie so weit gefahren sind bis zu uns. Von Stralsund war ja nicht ganz einfach, ne? Dass Sie so weit hierher gekommen sind. Tut mir leid, dass ich Sie jetzt hetzen musste wie einen Hirsch. Aber wir haben halt eigentlich jetzt um 21 Uhr Schluss. Es sei denn, ich darf überziehen, das weiß ich nicht. Wo ist Herr Greve? Nicht da? Brennt noch irgendjemandem eine Frage auf dem Herzen? Dann moderiere ich ab, wenn nicht. Ja? Bitte schön. Ja, Herr Reinhardt hat ja von den Missbildungen der Hirsche gesprochen. Und werden die denn von Menschen verzehrt, wenn die geschossen werden? Und ist das nicht bedenklich für die Menschen dann? Herr Reinhardt? Ist es Fleisch zu essen? Also, das ist nicht bedenklich, weil die Missbildungen beruhen ja nur auf fehlerhaften Informationen in der DNA. Und also diese Bausteine der DNA, die sind ein bisschen durcheinander gekommen. Aber biologisch gesehen oder auch kulinarisch gesehen ist es dasselbe. Also da braucht man keine Sorge haben. Das war's dann für heute. Am 1. November werden wir uns mit Pflanzen beschäftigen, über die wir meist achtlos hinwegtrampeln, mit Moosen, von denen es übrigens 22.000 Arten gibt. Der Übersetzer Dieter Fuchs wird aus dem Essayband das Sammeln von Moos lesen, das die indigene amerikanische Bryologin Robin Wall Kimmerer verfasst hat. Danach wird uns Michael Altmoos, Biologe, Naturschützer und Verfasser des Buchs Der Moosgarten, mit der Praxis eines Moosgärtners vertraut machen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind
kommen Sie gut nach Hause.